Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Es freut mich, dass ihr dabei seid, auch wenn der Termin der letzten Woche nicht realisiert werden konnte. Ich war leider verhindert. Umso mehr freut es mich, dass ihr kurzfristig auch heute dabei sein könnt. Mein Name ist Verena Vogler und ich arbeite bei McNeil Europa in Barcelona in den Bereichen technischer Support und Training. Meine Kollegen Rodrigo Barcena hier in Barcelona, Vanessa Steg in Frankreich und Giuseppe Massoni in Italien. Die sind Teil dieser Webinarserie, die wir hier zusammen organisieren. Und wir wollen es eigentlich, also Ziel ist es eigentlich, dass wir es möglich machen wollen, bestimmte Inhalte, Tutorials, die mit Rhino für Windows und Rhino für Mac und Grasshopper zusammenhängen, die eigentlich Leuten zu präsentieren, die einfach Rhino in einer unterschiedlichen Sprache benutzen. Das heißt, ich bin für die Sprache Deutsch zuständig und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr seid jetzt bei diesem GoTo-Webinar-Panel gelandet wahrscheinlich. Kurz zur Benutzeroberfläche. Ja. Ihr seid in Zuhörermodus, also auf den Zuhörermodus gestellt. Das heißt, ihr braucht kein Mikrofon. Ich werde euch nicht hören. Was allerdings ganz sinnvoll ist, hier unter Fragen, Questions, ich habe das hier auf Englisch, könnt ihr mir Fragen stellen. Ihr könnt die einfach reinschreiben. Während des Webinars, weil ich alleine bin, kann ich die wahrscheinlich nicht beantworten, weil ich gleichzeitig ja, präsentieren und gleichzeitig Fragen beantworten, das wird ein bisschen schwierig. Aber ich versuche, dass wir am Ende des Webinars einfach ein bisschen Zeit haben, wo ich dann näher auf eure Anliegen eingehen kann. Falls das Webinar bzw. die Übung, die wir durchführen werden, gemeinsam zu schnell sind, falls ihr bestimmte Inhalte nochmal euch genauer anschauen wollt oder wenn ihr einfach eher gehen müsst, könnt ihr das Video auch im Anschluss euch anschauen. Das wird aufgezeichnet, dieses Webinar, und dann später auf unserem Vimeo-Kanal hochgeladen. Ja. Gut, im heutigen Webinar, was Fortgeschrittenen gewidmet ist, geht es um die Stetigkeit von NURBS-Flächen. Dieses Webinar baut direkt auf den NURBS-Kurven-Webinar vom Februar auf. Ja, es ist natürlich sehr praktisch und von Vorteil, wenn ihr euch dieses Webinar angeschaut habt. Das ist ebenfalls auf unserem Vimeo-Kanal. Und da ging es vor allen Dingen um NURBS-Kurven, also wie sind diese definiert, was sind genau Kontrollpunkte, was sind Knotenpunkte, was ist der Unterschied zwischen einem Kontrollpunkt und einem Knotenpunkt und wie sind die miteinander, wie ist der Zusammenhang zwischen beiden, was sind Knickpunkte und natürlich auch ging es um Stetigkeiten, zum einen um also die interne Stetigkeit von Kurven, vor allen Dingen der Kurvengrad, also 1, 2, 3 und weiter nach oben, werden bis 5, glaube ich, besprochen. Und dann natürlich Stetigkeiten zwischen zwei verschiedenen Kurven. Da hatten wir die Positionsstetigkeit, tangentiale Stetigkeit und die Krümmungsstetigkeit besprochen und eine kleine Übung durchgeführt. Wenn sich das jetzt alles völlig fremd für euch anhört, ja, dann empfehle ich euch wirklich, vor diesem Webinar euch das nochmal anzuschauen, beziehungsweise auch im Nachgang. Diese Sachen setze ich sozusagen voraus. Einige kleine Sachen, die das letzte Mal nicht zur Sprache kamen, die werde ich wiederholen oder neue Sachen hinzufügen. Ja, genau. Jetzt aber erstmal Informationen zu NURBS-Flächen. Also wir lassen die Kurven beiseite. Ganz beiseite lassen kann man sie nicht, das werdet ihr merken. Aber es geht um die Flächen. Ein bisschen Theorie zum Einstieg und dann anhand einer praktischen Übung, die mein Kollege Giuseppe Massoni vorbereitet hatte. Und die schauen wir uns dann im Nachgang an. Erstmal zur Einführung, zur Theorie. Der Hintergrund von NURBS und warum braucht man denn überhaupt NURBS? Also in der Automobilbau- und Schiffsbauindustrie der 50er Jahre war es ganz wichtig, dass man einfach technische Bauteile mathematisch exakt beschreiben konnte, weil man die natürlich fehlerfrei reproduzieren wollte. Das heißt, man brauchte eigentlich mathematisch exakte Beschreibung von diesen Freiformflächen. Und da gab es in den 60er Jahren einen Herrn Pierre-Étienne Bessières, der hatte damals
als junger Ingenieur bei Renault zur Gestaltung von bei Karosserieformen mitgewirkt und er hatte eigentlich diese Formeln für die Bézier-Kurve entwickelt. Gleichzeitig gab es bei Citroën auch einen Mitarbeiter, der so ähnliche Formeln entwickelt hatte, aber Bézier-Kurve wurde sozusagen nach diesem Ingenieur benannt. Was sind denn Bézier-Kurven? Also Bézier-Kurven, die werden über wenige Kontrollpunkte definiert und die Kontrollpunkte, die haben die Koordinaten x, y, z. Sie sind Einfachkurven, das heißt, sie haben keine Knotenpunkte und die Anzahl der Kontrollpunkte ist immer der Kurvengrad der Kurve plus 1. In der Folge hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Bézier-Kurven nicht ausreichend sind, um zum Beispiel einen Kreis oder einen Kegelschnitt mathematisch exakt genau zu beschreiben und darzustellen. Und darum wurde die Bézier-Kurve generalisiert. Es wurden weitere mathematische Formeln entwickelt und mit dem Unterschied, dass man diesmal die Kontrollpunkte, dass die Kontrollpunkte, die über x, y, z definiert werden, unterschiedlich stark auf den Kurvenverlauf einwirken können. Das heißt, dass sie zu den x, y, z-Koordinaten noch eine angegliederte Zahl haben, die nennt sich Wichtung. Deswegen habe ich hier ein W hinzugefügt. Und diese Wichtung, das sind zumeist positive Zahlen. Ja? Und dadurch, dass sich diese Kontrollpunkte unterschiedlich stark auf die Kurve einwirken können, nennt sich die Kurve nicht uniform, also non-uniform. B-Spline-Kurven, das hat sich so durchgesetzt. Woher kommt das? Spline ist eigentlich die Übersetzung, die englische Übersetzung. Das ist eine, die Übersetzung ist Stracklatte und das sind damals, das ist eine Vokabel, die kommt aus dem Schiffsbau und das sind so eine Art linealartige, biegsame Metallstreifen, die, hier sieht man das in dieser Grafik, die wurden hier eingespannt und dann wurden die mit Gewichten beschwert. Und hier hat dann jemand zum Beispiel auch drauf eingewirkt mit einer Kraft. Ja? Und so konnte ich sozusagen den Kurvenverlauf definieren. Also nur kurz zu merken, also eine D-Spline hat Knoten und hat Kontrollpunkte mit einer Wichtung. Gut, und jetzt kommen wir zu dem NURBS. Und zwar NURBS sind nicht uniforme B-Splines und also wenn man das R in dieser Definition hier weglässt, aber NURBS sind auch nicht uniforme rationale B-Splines. Das hört sich super theoretisch, technisch an, aber ich möchte trotzdem in diesem Webinar klar machen, was sich hinter diesem Rationalen eigentlich versteckt. Ja? Dieses R heißt rational, das heißt, bei NURBS-Kurven bzw. NURBS-Flächen ist es möglich, dass man die Kontrollpunktwichtung unterschiedlich für jeden Kontrollpunkt definieren kann. Und so ist es sozusagen auch möglich, dass man alle beliebigen Kurven darstellen kann, wie zum Beispiel Kreise, Parabeln, Ellipsen, aber auch quadratische Kurven des zweiten und des dritten Grades. Die NURBS-Fläche. Die NURBS-Fläche sind nicht uniforme, rationale B-Spline-Flächen. Also eine Kurve, eine NURBS-Kurve, wie aus dem letzten Webinar beschrieben, die ist in eine parametrische Richtung aufgespannt, in die U-Richtung, und eine NURBS-Fläche, darum sind NURBS-Flächen möglich, ist sozusagen, dass man fügt einen zweiten Parameter hinzu in die V-Richtung. Das heißt, man kann die NURBS-Fläche im kartesischen Raum abbilden und an jedem Punkt der Fläche kann man auch die Fläche auswerten. Man muss jedoch beachten, dass man dann in jedem Punkt immer zwei verschiedene Werte hat. Einmal für die U-Richtung und einmal für die V-Richtung. Was sind die Vorteile? Wozu braucht man NURBS? Warum kann man nicht einfach mit Polygonnetzen modellieren? Also NURBS zum einen, die sind mathematisch genau. Es ist natürlich ein mathematisches Modell. Ja, was ist schon genau? Aber nach diesem Modell sind diese Abbildungen, die dann im Programm gezeigt werden, sind mathematisch genau. Man kann relativ einfache geometrische Objekte darstellen mit NURBS, wie zum Beispiel diesen Kegelstumpf hier, den ihr seht, aber auch
jegliche Freiformfläche. Also zum Beispiel in Automobilen, Flugzeug oder auch im menschlichen Körper. Das ist möglich. Dadurch, dass es relativ wenige Kontrollpunkte und Knotenpunkte gibt, kann man diese Flächen leicht editieren mithilfe dieser Punkte. Und man hat eigentlich eine recht komplexe Form bei geringem Informationsgehalt. NURBS kann man extrudieren, man kann sie zurechtschneiden und man kann sie aufziehen. Und in der industriellen Produktion ist es mittlerweile ein Standard, dass man ausschließlich NURBS einsetzt, weil man damit eigentlich jede Art von Objekten, die man herstellen möchte, einfach mathematisch exakt abbilden kann. Ja, nun zu NURBS-Flächen in Rhino. Also Rhino ist ein mathematisch genauer NURBS-Modellierer und Rhino verfügt über Werkzeuge, die quasi über Informationen über diese NURBS liefern, über Werkzeuge, die diese NURBS erstellen und Werkzeuge, die diese NURBS editieren können. Ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel ein Modell importiert, dass man auch diese NURBS-Analysewerkzeuge hat. Und da kann man zum Beispiel die Richtung und also der Kurven und der Flächen sich genauer anschauen, die Krümmungen und so weiter und auch wie die Kanten gesetzt sind. Um eine NURBS-Fläche zu verändern, zu editieren, gibt es genau diese vier wichtigen Punkte, über die auch diese NURBS-Fläche definiert ist. Also zum einen sind das die Kontrollpunkte, dann hat man die Knotenpunkte, den Grad und die Wichtung. Die Kontrollpunkte, die seht ihr hier auf dieser Grafik, die liegen nicht direkt auf der NURBS-Fläche, aber an diesen Punkten, wenn man diese sozusagen wie so ein Gumminetz, wenn man diese zieht, dann wird die Fläche in die Richtung gezogen. Und die Knotenpunkte, die sieht man jetzt nicht in der Grafik. Wichtig ist, dass wenn man Knotenpunkte hinzufügt zu der Fläche oder wegnimmt, dann verändert sich die Geometrie der Fläche nicht. Wohingegen, wenn man Kontrollpunkte hinzufügt oder wegnimmt, dann verändert sich die Geometrie der Fläche. Der Grad der NURBS-Fläche ist wichtig. Da gibt es den Grad in die U-Richtung und in die V-Richtung. Und das kann ich euch dann später in der Übung zeigen. Unter Details könnt ihr dann eigentlich für jede NURBS-Fläche, die ihr gezeichnet habt oder importiert habt, könnt ihr eigentlich genau schauen, welchen Grad jeweils diese Fläche hat. Und Wichtung, das hatte ich eben erklärt, das ist halt die Kontrollpunktwichtung, ja, wie stark sozusagen ein Kontrollpunkt auf die Fläche einwirkt. Man muss sich das so vorstellen, dass der Kontrollpunkt wie eine Art Magnet ist und wenn man an der Wichtung herumschraubt, dann ist diese magnetische Wirkung stärker oder schwächer. Zu den Stetigkeiten zwischen Flächen. Man kann komplexe Objekte auch mit nur einer NURBS-Fläche darstellen. Das ist aber nicht, die Formeln werden sehr komplex und das ist auch nicht der Gang und Gäbe beim Modellieren, sondern oft sind komplexere Modelle aus verschiedenen NURBS-Flächen zusammengesetzt. So wie jetzt hier zum Beispiel dieser Innenraum von dieser Glühbirne, also die Fassung mit diesem Glühwedel und dem, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie dieses Teil hier heißt. Aber da seht ihr, dass es halt hier ganz verschiedene Flächen gibt, aus denen diese Form dann zusammengesetzt ist. Und da ist es einfach wichtig, dass man versteht, wie stetig sind die Flächen zueinander. Eine Fläche zu der anderen und dann wieder zu der anderen und wieder zu der anderen. Und das ist natürlich auch eine Designfrage, was für Stetigkeiten wünsche ich mir zwischen diesen beiden Flächen. Wünsche ich mir einen harten Bruch? Wünsche ich mir einen fließenden Übergang? Wünsche ich mir einen Übergang, der nur in eine Richtung zeigt und so weiter. Und da gibt es diese Stetigkeiten, die wir auch schon bei den Kurven angesprochen hatten im letzten Seminar. Und zwar diese G0, G1 um G2 und so weiter. Es geht auch noch weiter, diese Stetigkeiten.
Und zwar ist G0 die Positionsstetigkeit, G2 die tangentiale Stetigkeit und G2 ist die Krümmungsstetigkeit. Das werde ich euch jetzt gleich an einem Beispiel, es ist einfacher, erklären. Die Beispielübung, die Giuseppe vorbereitet hat, das geht um das Modellieren von einem Bootsrumpf. Da werden wir eigentlich eine NURBS-Fläche aus Kurven erzeugen und werden dann das Kontrollpunktraster editieren, mit der Wichtung der Kontrollpunkte spielen. Ich werde euch zeigen, wie das dann auf die Krümmung der Fläche einwirkt. Und das kann man eigentlich ganz gut zeigen, wenn man die Krümmungsanalyse aktiviert hat. Grasshopper gibt es einen kleinen Trick, aber ihr braucht keine Grasshopper-Kenntnisse, um da folgen zu können. Und dann schauen wir, wie wir diesen Bootsrumpf, wie wir auch den Kiel modellieren und so weiter, mit Flächen überblenden und schauen uns das im Nachhinein an mit diesem Lichtliniencheck, wie stetig eigentlich die Flächen dann zueinander sind. Wichtig hierbei ist, dass die Übung mit Rhino 5 für Windows oder auch für Mac durchführbar ist. Die Befehle, die ich benutzen werde, sind in beiden Versionen identisch. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, ja, Grasshopper gibt es aber nicht in Rhino für Mac. Ich werde die VIP, das heißt die Work-in-Progress-Version von Rhino für Mac verwenden und da gibt es so eine Art, da gibt es die Möglichkeit, Grasshopper aufzurufen. Das ist aber alles noch im Test. Das heißt, dass das keine stabile Version ist. Aber ich möchte sie trotzdem gern für dieses Seminar benutzen. Gut, dann legen wir mal direkt mit der Übung los. Das ist Rhino für Mac, die Benutzeroberfläche. Und hier seht ihr Rhino VIP. Oder hier unten VIP, das ist sozusagen die Version, die gerade in Entwicklung ist. Ihr könnt die herunterladen übrigens, wenn ihr einen Rhino für Mac Lizenzschlüssel benutzt, dann könnt ihr die auch kostenlos testen. Das gleiche gilt auch für Windows, wenn ihr eine Rhino 5 Windows Lizenz habt, könnt ihr auch kostenlos die Rhino für Windows Work in Progress Version runterladen, was quasi im Moment die Beta für Rhino 6 ist. Gut, hier habe ich ein paar kleine Übungen vorbereitet, beziehungsweise Giuseppe hat diese Sachen hier vorbereitet. Und da schauen wir uns hier mal folgende Flächen an. Also wir haben hier diese blauen Flächen, ja, die sind planar, und wir haben diese grauen Flächen, die sozusagen an die blauen Flächen anschließen sollen. In diesen drei Fällen hier wurden die Flächen schon angeschlossen. Das schauen wir uns mal an. Genauer an, indem ich die Kontrollpunkte aktiviere. Im ersten Fall geht es um Positionsstetigkeit G0. Das heißt, das ist hier der erste Fall, das heißt, beide Kanten beider Flächen, die teilen sich die gleiche Position im Raum. Und man sieht hier diesen Knick. Ja? Das heißt, die beiden ersten Kontrollpunkte von der ersten Fläche liegen genau hier mit den ersten beiden Kontrollpunkten der blauen Fläche übereinander. Merken, das ist die G0-Stetigkeit. G2, da handelt es sich um die tangentiale Stetigkeit. Das heißt, an dieser Flächenkante von der ersten Fläche und an der Flächenkante von der zweiten Fläche ist die Richtung der Fläche die gleiche. Das sehen wir auch hier, dass die zweite Reihe der Kontrollpunkte dieser Fläche ist sozusagen in der gleichen Richtung. Das können wir auch uns genauer anschauen. Wenn wir hier eine Linie zeichnen, eine Tangente, geht es hier durch diese drei Punkte, wo dieser Übergang stattfindet. Bei der tangentialen Stetigkeit G1 ist an dieser Stelle, wo die zwei Flächen aufeinandertreffen, der Radius nicht gleich. Das können wir auch checken über den Befehl Krümmung. Krümmung. Da
Das heißt, hier schauen wir uns den Radius an. Und hier haben wir eine Krümmung von minus 0, ist der Krümmungsradius minus 0,003. Und wenn ich das bei dieser blauen Fläche hier an dieser Stelle mir anzeigen möchte, da ist keine Krümmung vorhanden, weil es handelt sich um eine planare Fläche. Das heißt, die Krümmung ist an dieser Stelle, der Krümmungsradius ist an dieser Stelle unterschiedlich. Im dritten Fall handelt es sich um die G2, die Krümmungsstetigkeit. Und da schauen wir uns die Kontrollpunkte mal an. Das heißt, die ersten drei Reihen der Kontrollpunkte der Fläche, die sich mit der anderen sozusagen verbunden hat, diese drei Punkte liegen auf einer Tangente. Und sie anschauen. Ja. Bei Krümmungsstetigkeit G2 ist sozusagen die Position der beiden Flächenkanten gleich, die Richtung beider Flächenkanten gleich und der Krümmungsradius ist gleich. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal testen über Krümmung, haben wir hier minus 9. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich 0 sein, genau. Da haben wir hier, also wir sehen jetzt, dass kein Kreis angezeigt wird. Das heißt, dass an dieser Stelle, wo die Flächenkante 1 auf die 2 trifft, keine Krümmung vorhanden ist. Und da es sich hier bei der blauen Fläche um eine planare Fläche handelt, wo keine Krümmung vorhanden ist, das heißt, Flächenkante hat keine Krümmung und hierbei handelt es sich sozusagen um die Krümmungs-, um die Stetigkeit 2. Das können wir auch relativ, gibt es eine Methode, wie man das analysieren kann und auch überprüfen kann. Und zwar wählt man diese Teile aus und aktiviert die Lichtlinien. Können wir ein bisschen dünner. Das ist eine Möglichkeit von Rhino, wie man, wenn man zum Beispiel ein komplexeres Modell hat, was sich aus vielen Polyflächen zusammensetzt, wo man schauen kann, wie die Flächen sich zueinander verhalten, wie die Stetigkeit zwischen den Flächen ist. Bei der Positionsstetigkeit treffen diese Lichtlinien, die gehen nicht ineinander über, sondern die sind versetzt. Das sieht ja eigentlich ziemlich gut. Zu empfehlen ist bei diesen Lichtlinienoptionen, dass man eigentlich versucht, dass die Lichtlinien vertikal auf die Kante treffen, weil dann sieht man eigentlich am besten, ob die Linien weitergehen oder ob die versetzt sind. Und in dem Fall, wenn man zwischen Krümmungsstetigkeit G1 und Krümmungsstetigkeit, zwischen der Stetigkeit G1 und der Stetigkeit G2 unterscheiden möchte, wie sich die Linien verhalten. Ja. Also merken, Positionsstetigkeit ist, wenn die Linien nicht durchgängig sind. Bei der Positionsstetigkeit, bei der tangentialen Stetigkeit sehen wir hier, dass die Linien durchgehen, aber sie weisen nicht die gleiche, also sie machen hier so eine Art Knick. Das ist ganz typisch für die tangentiale Stetigkeit. Jetzt schauen wir uns das bei der Krümmungsstetigkeit an. Und da sehen wir eigentlich, dass es fast keinen Knick gibt, dass die Linien durchgängig sind. Ihr seht jetzt hier, dass das Polygon irgendwie, dass man die Polygone sieht. Also diese Visualisierung dieser Lichtlinien, das ist eigentlich ein gerendertes Polygonnetz, was man auch bei Materialien benutzt und das legt sich sozusagen auf die Fläche. Dieses Polygonnetz kann man anpassen. Das ist per Standardeinstellung so mittelmäßig. Man kann das noch ein bisschen verfeinern und dann sieht man das auch ein bisschen besser. Das könnt ihr hier unter der Option Polygonnetz anpassen. In der Windows-Version ist das in den Rhino-Optionen, kann man das anpassen. Gut,
So viel dazu. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen, mit welche Befehle man benutzen kann, um, wenn man beim Modellieren ist und man hat zwei Flächen, wie man die miteinander verbinden kann und wie man da genau auch die Stetigkeiten bei diesen Verbindungen einstellen kann. Und zwar gibt es da zwei wichtige Befehle. Der eine Befehl, der heißt Fläche anpassen und der andere Befehl heißt Fläche überblenden. Und ich möchte euch jetzt noch zeigen, wo der Unterschied zwischen diesen beiden diesen beiden Methoden ist, ja. Also Fläche anpassen, den Befehl rufen wir jetzt mal auf, ja. Und jetzt kann ich diese Flächenkante auswählen. Das fragt mich immer zuerst nach der ersten Flächenkante. Das heißt, die Fläche, die ich eigentlich auf die andere anpassen möchte. Das ist in dem Fall die graue. Und hier ist die zweite Flächenkante. Das heißt, hier in diesem Dialog kann ich schauen, welche Stetigkeit wünsche ich mir zwischen diesen beiden Flächenkanten. Die Positionsstetigkeit, wie hier in diesem Beispiel, die tangentiale Stetigkeit. Jetzt hat es die ganze Fläche nach oben verschoben, weil natürlich tangential heißt, dass die Flächen die gleiche Richtung aufweisen. Wenn ich möchte, dass die eine Flächenkante hier in dieser Position bleibt, wie in diesem Beispiel, dann kann ich hier eine Option auswählen, das heißt gegenüberliegendes Ende beibehalten. Und schon haben wir die tangentiale Krümmungsstetigkeit zwischen zwei Flächen. Und möglich ist auch die Krümmungsstetigkeit zwischen beiden Flächen anzugeben. Befehl dazu, Fläche anpassen. Ja. Ich breche das jetzt mal ab. Eine andere Möglichkeit ist, das manuell zu machen. Und zwar habe ich hier diese Fläche. Und ich sehe jetzt, dass diese Fläche vier Kontrollpunkte hat. Ich kann die Fläche neu aufbauen und kann den Grad dieser U- und V-Richtung der Fläche verändern und auch die Anzahl der Kontrollpunkte. Also in dem Fall sehe ich jetzt mal Grad 5 oder Grad 3, Anzahl 4. Und wir bauen die jetzt neu auf. Die Fläche sieht gleich aus, aber sie hat einen anderen Grad bekommen und hat auch mehr Kontrollpunkte. Die erste Reihe dieser Kontrollpunkte, wenn ich diese verschiebe und hier an diese Flächenkante der Fläche, der blauen Fläche schiebe, sehe ich, dass sich diese beiden Flächen nun die gleiche, also diese beiden Flächenkanten sich nun die gleiche Position teilen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich manuell eine Positionsstetigkeit erzeugt. Nehme ich die zweite Reihe am Pulli an Kontrollpunkten und bewege diese, genau auf die gleiche Höhe wie die erste Reihe der Kontrollpunkte. Oh, jetzt habe ich das hier, Entschuldigung, jetzt habe ich das hier leicht verrutscht beim Schieben. Moment. Das sollte jetzt eigentlich passen. Habe ich manuell eine tangentiale Stetigkeit erzeugt. Nehme ich die zweite Reihe dieser Kontrollpunkte und verschiebe sie ebenfalls auf die gleiche Höhe. Moment, es findet hier.
habe ich manuell die Krümmungsstetigkeit G2 erzeugt. Ja, also wir sehen, dass wir sozusagen all diese Kontrollpunkte sind auf gleicher Höhe, also haben den gleichen Z-Wert. Das könnte ich natürlich jetzt weiterführen. Wenn die Fläche noch mehr Kontrollpunkte hätte, könnte ich Krümmungsstetigkeit die Stetigkeit G3 und so weiter. Das hängt halt damit zusammen, wie viele Kontrollpunkte die Fläche hat und welchen Grad. Und die Kontrollpunktanzahl der Fläche, die hängt damit zusammen, welchen Grad die Fläche hat und diese U- und V-Richtung haben. Gut, vielleicht noch ein kurzes Beispiel. Die Fläche können wir auch neu aufbauen. Und zwar geben wir jetzt mal als Grad 5 an und ein paar mehr Kontrollpunkte. 7, 7. Das heißt, wenn wir die Logik hinter dieser Erzeugung dieser Stetigkeiten verstehen, können wir die auch dazu einsetzen, um bestimmte Effekte beim Modellieren zu erzeugen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Kontrollpunkte und ich möchte zum Beispiel, dass diese Flächenkante einen Übergang hat von G2 Krümmungsstetigkeit zu Positionsstetigkeiten, weil ich hier einen harten Knick erzeugen möchte, der so leicht ausläuft. Ja? Dann kann ich zum Beispiel auf dieser Seite die Kontrollpunkte auswählen und kann die drehen. Also einfach hier so ein Stück nach unten ziehen, ja? So. So, jetzt haben wir diese Fläche, die können wir miteinander verbinden. Und wenn ich jetzt die Lichtlinienanalyse aktiviere, erscheint hier Folgendes. An dieser Stelle haben wir die Stetigkeit G2. Hier haben wir ungefähr noch G1. Und hier sieht man langsam, dass die Streifen versetzt sind. Das heißt, dass man an dieser Stelle schon mit einer G0-Stetigkeit zwischen diesen beiden Flächen rechnen kann. Gerendert würde das dann ungefähr so aussehen. So viel zu dem Thema Fläche anpassen. Ah, vielleicht, das habe ich noch nicht erwähnt. Das ist eigentlich noch ganz gut zu erwähnen. Fläche anpassen ist limitiert. Wenn es sich zum Beispiel um eine zerschnittene Fläche handelt, also um eine getrimmte Fläche handelt, wie diese. Diese Fläche hat hier eine abgeschnittene Kante. Dann funktioniert der Befehl Flächen anpassen nicht. Anpassen nicht, weil es fragt mich immer nach einer ungetrimmten Flächenkante. Ja? Das heißt, in dieser Situation müsste man den Befehl Fläche überblenden benutzen. Und dann kann ich mehrere Segmente dieser ersten getrimmten Kante auswählen und kann dann hier die Stetigkeiten zwischen den beiden Geometrien festlegen. Ihr seht, bei der Positionsstetigkeit sehe ich hier wieder diese dass diese Punkte hier gleich sind mit der blauen Fläche bzw. der Ausgangsfläche.
bei der tangentialen Stetigkeit wird hier eine weitere Punkt eingefügt und bei der Krümmungsstetigkeit ein weiterer, bei G3 noch ein weiterer Punkt und bei G4 noch ein weiterer Punkt. Wir bleiben mal bei der Krümmungsstetigkeit, was auch ganz praktisch ist hier oben. Hier kann man schauen, wie tief die Kante reingehen soll, die andere Fläche. Beziehungsweise kann man diese Werte auch aufeinander einstellen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier 1 eingebe, hier auch, dann kann ich das sozusagen sperren und kann beide gleichzeitig bewegen, damit ich auf beiden Seiten ungefähr den gleichen Abstand dieser Punkte habe. Ich kann diese Punkte auch manuell bewegen und kann dadurch eigentlich, habe ich ziemlich viel Freiheit, diese Transition zwischen diesen beiden Flächen zu gestalten. Hier haben wir wieder die gleiche Höhe eingestellt. Das heißt, der Befehl Fläche überblenden, damit gibt es mehr Möglichkeiten, weil er halt auch diese getrimmten Kanten bearbeiten kann und auch innerhalb der Transition zwischen diesen beiden Flächen hat man einfach mehr Möglichkeiten, da bestimmte Formen einzustellen. Alles werde ich euch jetzt gleich anhand dieser kleinen Beispielübung zeigen, die Giuseppe vorbereitet hat. Mal kurz gucken, wie wir in der Zeit liegen. Ja, ich denke so, dass wir ja 20 Minuten oder sagen wir mal Viertelstunde für diese Übung brauchen. Diesen Layer aus und diesen Layer wieder an. Und zwar hat Giuseppe diese 4 Kurven vorbereitet. Wir können die Kontrollpunkte bei diesen 4 Kurven anstellen. Und ich gehe mal davon aus, dass es sich hier wahrscheinlich um Kurven, also bei diesen 3 Kurven, hinteren Kurven, sich um Kurven des 3. Grades handelt. Die haben hier 4 Kontrollpunkte jeweils. Und diese Kurve hier wird wahrscheinlich eine Kurve des 1. Grades sein, ja, weil sie hat hier nur 2 Kontrollpunkte. Gibt es ein Befehl in Rhino, um aus diesen Kurven eine Fläche zu erzeugen. Ups, hier habe ich die Fläche schon erzeugt. Und dieser Befehl, der nennt sich Fläche aus Kanten. Und wenn ich diesen Befehl ausführe, ja, dann fragt es mich sozusagen nach 2, 3, 4 Kanten, die diese Fläche eingrenzen und ich kann eine Fläche erstellen. Der Vorteil hierbei ist, wenn ich nun die Kontrollpunkte der Fläche einstelle, aktiviere, sehe ich eigentlich, dass diese U- und V-Richtung eigentlich genau mit diesen vorgegebenen Kurven auch übereinstimmt. Das heißt, wenn ich gute Kurven modelliert habe, habe ich auch eine gute Fläche. Und wenn ich mit bestimmten Befehlen zur Flächenerzeugung arbeite, habe ich auch relativ wenig Kontrollpunkte, was es einfacher macht, die Fläche manuell zu editieren. Und man kann ja diese Kontrollpunkte nämlich anwählen und somit die Fläche editieren. Um besser zu verstehen, was ich da genau mache, wie sich meine Veränderung hier auf diese Krümmung in der Fläche auswirken, möchte ich euch kurz ein Analyse-Tool vorstellen. Das heißt, das ist die Krümmungsanalyse.
kann ich eine Fläche auswählen, ein Objekt auswählen. Und hier sehe ich dann eigentlich ganz gut, wenn ich hier einstelle, minimaler Radius und auch ein automatisches Intervall. Das heißt, es wird alle Radien, die in dieser Fläche vorhanden sind, ein Intervall setzen. Und das heißt, der kleinste Wert ist dunkelblau und der größte Wert ist hier rot. Und dann sehe ich das eigentlich ganz gut hier. Und wenn ich dann die Editierpunkte, die Kontrollpunkte anstelle, dann sieht man eigentlich ganz gut, was dann hier passiert. Also wenn ich den jetzt hier ein Stück nach hinten schiebe, dann wird der Radius an der Stelle hier ein bisschen kleiner, ja. Und so weiter. Vielleicht für diese Hälfte des Bootsrumpfs ist vielleicht ein bisschen wenig die Punkte, die wir hier zum Editieren haben. Das heißt, ich würde gerne noch weitere Kontrollpunkte, Editierpunkte einfügen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also zum einen kann man Kontrollpunkte einsetzen. Das ist auch direkt ein Befehl, Kontrollpunkte einsetzen. Und dann kann ich hier in U- oder V-Richtung einfach Kontrollpunkte einsetzen. Ich das bestätige. Aber wir sehen, das ist hier unsere Ausgangskurve, wenn ich Kontrollpunkte einsetze, dann verändert sich natürlich drastisch die Form der Fläche. Wenn ich das nicht möchte, wie in dem Fall von dieser Übung, dann gibt es die Möglichkeit, einen Knoten einzusetzen. Knoten einsetzen, ja. Den setze ich hier ein und vielleicht hier, Enter. Und nun habe ich einfach durch diese extra Knotenpunkte, die ich auf meiner Fläche habe, die korrespondieren noch zu einem weiteren Kontrollpunkt, hier Knotenpunkt, die Rhino automatisch eingefügt hat. Und wir sehen, unsere Fläche hat sich auch nicht groß verändert. Aber nun kann ich eigentlich nach Belieben hier noch schauen, wie ich gerne die Form manipulieren möchte und wie sich dann natürlich die Krümmung auch verändert. Vorhin hatten wir über die Kontrollpunktwichtung gesprochen. Zeige ich euch kurz, wie das in der Praxis geht. Zum Beispiel möchte ich hier an dieser Stelle, dass der Bootsrumpf eine schärfere Kante hat, schärferen, kann ich zum Beispiel diesen Kontrollpunkt hier auswählen, den Befehl Wichtung eingeben und kann die Wichtung dieses Kontrollpunkts ändern. Dabei wird die Kontinuität in der Fläche beibehalten, deswegen ist es eigentlich so sinnvoll, auch mit der Wichtung zu arbeiten, wenn man sich dann um die anderen Sachen keine Sorgen machen muss. Ich kann auch mehrere Punkte gleichzeitig auswählen. Ja, und bei NURBS ist es halt möglich, dass ich einfach jeden Kontrollpunkt mit einer anderen Wichtung versehe. Wobei man achten soll, worauf man achten sollte und bei dieser Wichtung. Wenn ihr dieses Modell in ein anderes Programm exportiert, es gibt Programme, die können Freiformflächen interpretieren, aber die können nicht diese Wichtung, also diesen Wert für diese Wichtung lesen. Das heißt, als Standardeinstellung wird dann diese Wichtung immer wieder auf 1 zurückgesetzt. Und ihr seht ja, was das für drastische Änderungen das hier hat in der Geometrie, wenn ich an dieser Wichtung umdrehe. Wenn ihr das dann sozusagen exportiert, das andere Programm kann das nicht lesen und ist wieder auf 1, dann ist eure Form nicht die, die ihr eigentlich entworfen habt. Ja? Dabei muss man halt aufpassen. Gut, ich bin jetzt... Meine Stimme versagt schon. Ich bin jetzt eigentlich so ganz
zufrieden mit dem hier. Machen wir hier noch ein bisschen an der Wichtung, dass wir hier eine scharfe Kante haben. So, Enter. Okay. Treuepunkte können wir jetzt ausstellen. Ich spiegle jetzt einfach diese Hälfte. Sodass wir sozusagen den ganzen Rumpf sehen können. Die Kontrollpunkte wieder anstelle, sehe ich aber, dass diese beiden Flächen die Stetigkeit, die Positionsstetigkeit eigentlich nur haben, das heißt G0. Ich möchte aber, dass beide Flächen eine andere Stetigkeit, also zum Beispiel G1 oder G2 haben. Und dazu kann ich diese beiden Flächen aufeinander anpassen. Da benutzen wir wieder unseren Befehl Fläche anpassen. Und da wählen wir eine Flächenkante aus und die andere Flächenkante. Und ich möchte euch anhand dieser Option hier erklären. Also ich kann zum Beispiel die Positionsstetigkeit eingeben, die tangentiale Stetigkeit und die Krümmung einstellen und ihr seht, dass sich das dann aber immer nur auf einer Seite verändert. Das ist natürlich, weil ich habe die Ausgangsfläche angegeben und die Zielfläche. Dass sich aber um ein Boot handelt und beide Flächen spiegelgleich sein sollen, kann ich hier die Durchschnittsfläche angeben und dann rechnet Rhino im Prinzip den Durchschnitt aus und erzeugt diese Fläche. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und wenn ich jetzt die Kontrollpunkte eingebe, dann sehen wir auch, dass diese Kontrollpunkte die gleiche Richtung haben. Ja? Also hier 3 Kontrollpunkte. Das heißt, es müsste sich hierbei um die Stetigkeit 1 handeln. Das checken wir am besten mit den Lichtlinien. Jetzt habe ich sie wieder ausgemacht. Und wir sehen, dass es sich hierbei sogar um die Stetigkeit G2 handelt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wenn ich einen Teil spiegle, eigentlich die Flächen, die sind ja sozusagen gleich auf beiden Seiten. Und wenn ich dann die tangentiale Stetigkeit eingebe, es wird automatisch, ist dann auch der Radius an jeder Stelle gleich, weil ich habe die ja gespiegelt. Ja. Das heißt, ich habe hier jetzt in diesem Bootsrumpf eine G2-Stetigkeit. Wenn wir jetzt hier reinzoomen, sehen wir, dass es hier relativ noch scharfe Kanten gibt, beziehungsweise hat das Boot noch keinen Kiel. Die werden wir jetzt abrunden bzw. hinzufügen. Um diese Kante zu definieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel mit der Clipping Plane, auf Deutsch sind das die Zuschneideebenen, die kann ich hier aktivieren. Wenn ich diese bewege, dann kann ich eigentlich schauen, wie ungefähr, ja, wie ich den Kiel und vorne den Bogen dieses Boots, wie ich den besten haben möchte. Ja, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die Giuseppe vorgeschlagen ist,
ist, diesen Bogen über eine Hilfsfläche zu finden. Und diese Hilfsfläche habe ich hier schon auf einem Layer. Das ist diese Fläche. Und ich versuche, den Bogen zu visualisieren mit Hilfe von Grasshopper. Da ich die WIP von Rhino für Mac benutze, kann ich den Befehl Grasshopper aufrufen und Grasshopper geht auf. Und hier aber eine ganz kleine, einfache Definition. Man braucht dafür keinen Grasshopper zu kennen. B-Rap, Schnittlinie erzeugen. Kann ich quasi eine Fläche als Referenzfläche eingeben. Und das ist diese hier und noch eine andere Referenzfläche. Eingeben, das ist diese. Und ich sehe hier eigentlich dann schon hier rot angezeigt diese Schnittlinie. Und das Gute ist jetzt, weil diese Hilfsfläche, die hat nicht den Grad 1, sondern ich glaube, das hat ja den Kurvengrad 3. Das heißt, wenn ich die Kontrollpunkte aktiviere, kann ich sozusagen hier das nachjustieren, auch schauen, wie das hier unten aussieht, das noch ein Stück nach vorne ziehen und kann sozusagen mir meine Linie für den Bogen hier vorne des Bootes kann ich mir selbst sozusagen zusammenstellen. Und ich sehe das dann über Grasshopper. Wenn ich auf die rechte Maustaste gehe, kann ich hier diese Linie backen und mit dieser Linie den blauen Rumpf abschneiden. Oder ich kann direkt auch mit der Fläche, weil die haben wir jetzt justiert, nichts abschneiden. Das heißt, ich kann Grasshopper schließen und schneide jetzt einfach hier diesen Teil ab. Und die Hilfsfläche ist immer praktischer, wenn die auf dem Layer lässt und nicht löscht, weil dann weiß man auch später noch, was man gemacht hat. Das heißt, ich deaktiviere einfach den Layer und ich habe jetzt hier diese Seite des Bootes. Die können wir einfach spiegeln wieder. Und jetzt fehlt uns hier noch sozusagen die Verbindung zwischen diesen beiden Flächen. Fläche überblenden wäre da eine gute Option. Ich gebe diese Fläche und diese an. Ui. Ist hier passiert. Das müssen wir andersrum mal versuchen. Hier habe ich irgendwas vorhin gesperrt. Hier sind die Werte miteinander verdreht. Gleiche Höhe. Genau, weil wir hier gleiche Höhe aktiviert hatten. Deswegen hat es jetzt etwas Komisches angezeigt. Macht natürlich Sinn, weil wir jetzt auf den beiden Spiegelseiten arbeiten, dass das auch hier die gleichen Werte sind. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal 1,5 ein. 1,5. Und ihr seht, dass ich dann hier die Möglichkeit habe, im Prinzip diese Kante zu modellieren über diese Option. Und ich habe jetzt einfach die Krümmungsstetigkeit G2 eingegeben. Okay, wenn ihr die Vorschau hier aktiviert habt, dann könnt ihr das immer gleich noch sehen, was ganz praktisch ist. Und so weit, so gut. Wir können uns das gerendert anschauen. Ihr seht jetzt hier in der gerenderten Anzeige, dass jetzt hier so kleine Linien erscheinen. Das passiert, wenn die Objekte nicht zusammengefügt sind. Das heißt, wenn man das jetzt hier zusammenfügt, gehen die dann eigentlich in der Regel weg.
Wenn ich jetzt Lichtlinien aktiviere, um die Kontinuität zu überprüfen, sehe ich hier in der Rhino für Mac Version leider dieses weiße Objekt. Das ist ein bekannter Bug. Ja, den wollte ich euch kurz zeigen. Wundert euch nicht, der ist in Bearbeitung. Ihr könnt dann einfach auf die schattierte Anzeige gehen. Nochmal die Lichtlinien auswählen und ihr seht, hier haben wir die Lichtlinienanalyse und wie wir sehen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Eine andere Methode, diesen Kiel und diesen Bogen hier vorne zu modellieren, diese hat Giuseppe vorgeschlagen, die möchte ich euch trotzdem zeigen, obwohl es schon recht spät ist. Und zwar über eine Hilfsfläche, der hier modelliert hat. Und wir sehen, dass diese Hilfsfläche auch nicht mit den Ausgangskurven hier hundertprozentig übereinstimmt. Das liegt daran, dass eigentlich mit Hilfe der Hilfsfläche, also sozusagen eine Dummy-Fläche, die hier erzeugt würde, wo sozusagen einfach nur dieser Übergang zwischen der Fläche und der Dummy-Fläche erzeugt werden soll. Und Giuseppe hat sozusagen diese Dummy-Fläche so entworfen, dass es hier sozusagen einen Überstand gibt, weil er natürlich wollte, dass der Kiel ein Stückchen ausragt. Ja? Und als Linie, als Ausgangslinie hat er im Prinzip diese Linie, diese Kurve hier ersten Grades und die andere Kurve des dritten Grades genommen und hat hier einfach sozusagen eine Verbindung geschaffen, also Fillet, ja, und hat es dann extrudiert. Ja. Einfach wieder Flächen überblenden, auswählen, Fläche. Überblenden. Kurven können wir hier aus. Und wir sehen hier, dass es hier diesen Übergang erzeugt hat. Wir können wieder krümmungsstetig eingeben. Und was jetzt natürlich dann passiert ist, weil hier dieses Fillet und hier diese Kurve, die sind natürlich unterschiedlich lang. Das heißt, es entstehen hier diese Verzerrungen. Dann könnt ihr einfach Formen hinzufügen. Ja? Dann mal eine hier vielleicht. Und so kann man im Prinzip diese Verzerrungen beheben. Hier vielleicht nochmal eine. Damit diese Überblendungsfläche gut aussieht. Sind wir auch schon fertig. Wie gesagt, die Dam. Ui, jetzt habe ich sie gelöscht. Nochmal. Formen hinzufügen. So, das sollte ausreichen. Okay. Jetzt haben wir die Fläche. Und diese Hilfsfläche, die können wir wieder auf einen Layer verschieben, wo wir sie später, falls wir sie nochmal brauchen, benutzen können. Und diese Geometrie können wir spiegeln. Und zusammenfügen. Und über den Lichtlinien die Lichtlinienanzeige können wir hier schauen, wie das Ganze aussieht.
Wir sehen, wie das Deck hier ein Stück rauskommt in dieser Version. Sieht aber eigentlich auch ganz gut aus. Es gibt noch eine weitere Methode, um zu schauen, wie es um die Flächen steht. Da gibt es zum einen diese Umgebungstextur, nennt sich das, auf Deutsch oder E-Map auf Englisch. Und da kann ich das jetzt auswählen. Und da sehe ich eigentlich, wenn es Probleme gibt mit dieser Fläche. In der Automobilindustrie werden oft die Karosserien, die modelliert werden, die, ja, also diese Clay Models, sondern die überzogen werden mit dieser, glänzenden Folie, die werden oft in so Röhren geschoben oder in so Hall, ja, so Tunnel reingeschoben. Ich bin Architektin, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, ich habe das auch noch nie live gesehen, aber ich habe davon gehört und dann wird halt geprüft mit diesen Neonröhren, wie gut die Flächen sind. Es gibt hier sozusagen so eine Art, wie man das in, also virtuelle Art, wie man das in Rhino simulieren kann. Und zwar, wenn ihr die Textur ändert, könnt ihr einfach auf Fluorescent Tube gehen. Ja, und dann könnt ihr das euch anschauen. Und klar, in diesem Fall, weil wir halt die Krümmungsstetigkeit haben, gibt es hier keine Brüche bzw. keine Winkel, wo diese Lichtlinie hier wegfällt. Gut, soweit von mir. Wir haben es jetzt auch schon, ja, um 12 Uhr. Ich bin jetzt ziemlich gespannt auf eure Fragen. Es dauert wahrscheinlich einen Moment, ehe die hier alle geladen sind. Moment, ich schaue rein. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Hier sind ein paar Sachen schon aufgetaucht. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. David fragt, ob jetzt alle Anwender ausschließlich auf dem Mac zu Hause sind. Ich muss sagen, ich arbeite an einem Mac auf Arbeit wie auch zu Hause und ich finde es einfach praktisch. Das Programm öffnet sich schneller. Ich muss nicht erst VMware starten und so weiter oder Bootcamp. Aber natürlich hat die Windows-Version, also Mac-Version ist nicht identisch mit der Windows-Version. Die Windows-Version hat weitaus mehr Befehle und es gibt einfach Grasshopper, die, was innerhalb der Windows-Version ziemlich gut läuft. Und auch andere Plugins können einfach installiert werden. Also gerade wenn man irgendwie visualisieren möchte und so weiter. Es gibt jetzt für Mac langsam die ersten Rendering-Plugins, aber ja, das ist einfach noch in der Entwicklung, aber wir hoffen, dass es halt auch relativ schnell dann sich annähert, die Mac-Version an die Windows-Version. Gut. Hier fragt René Keller, wenn das Objekt in eine STL exportiert wird, spielt dann die Wichtung noch eine Rolle? Also STL-Dateien, in einer STL-Datei werden keine NURBS-Flächen exportiert, sondern Rhino wandelt dann automatisch die NURBS-Fläche in ein Polygon-Netzwerk um. Das heißt, dass man ein Polygonnetzwerk ist eine geometrisch völlig andere Berechnung einer Form, die durch diese dargestellt wird. Das heißt, da gibt es keine Kontrollpunkte und somit gibt es dann auch keine Wichtung. Ich glaube, hier David hat noch mal was mit der Windows-Version erwähnt hier. Windows, ich hätte das im Webinar auch mit der Windows-Version machen können, klar, aber habe ich nicht. Okay, hier ein Dankeschön von Ralf Pehl. Und hier, wie sieht eine G3-Kontinuität aus? Beziehungsweise für welche Anwendung ist diese von Nutzen? Also eine G3-Kontinuität, das sieht einfach
die Fläche viel, viel weicher aus, ja, auch die Kurven, die eine G3-Stetigkeit haben, also zwischen zwei Kurven diese Stetigkeit haben, das ist einfach eine Frage von Design. Also, und wenn man zum Beispiel eine Fläche hat mit einer ja, zwei Flächen hat, die quasi mit einer G3-Kontinuität verbunden werden sollen. Die Lichtlinien, die sind sozusagen ähnlich wie, die sehen aus wie bei der G2-Kontinuität. Das kann man, glaube ich, anhand dieser Art von Analyse nicht sehen. Man müsste dann eigentlich genauer nachschauen. Und zwar, so wie ich das euch da eigentlich am Anfang gezeigt habe, über die Kontrollpunkte. Ihr müsst schauen, wie viele Kontrollpunkte quasi auf einer Tangente liegen. Ja. Mal von Malte gibt es ein Dankeschön. Danke, danke auch an euch, dass ihr trotz dieser Verschiebung des Termins dabei sein konntet. Ist es geplant, dass zum Beispiel, also das fragt jetzt nochmal David, ist es geplant, dass zum Beispiel GCON auch G3 und G4 ausgibt? Eigentlich sollte das gehen. Ich kann das kurz probieren. Mach die ja mal aus, diese anderen. Diese. Hey, deutschen Version. Mache ich Kurven aktivieren hier. Wir haben jetzt hier, ich kopiere jetzt mal diese Kurve. Ei, Entschuldigung. Ja, jetzt müssen wir jetzt, also ich muss jetzt hier kurz die zweite Kurve noch. Also ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht, weil wenn es eine, also wenn es eine G3 oder eine G4-Kontinuität zwischen zwei Kurven gibt, dann, wenn du dann GCON angibst, ja, als Befehl, also wenn du schauen möchtest, was es für eine Stetigkeit zwischen diesen beiden Kurven gibt, dann gibt ihr dir genau die Stetigkeit an. Und wenn es sich dabei um eine G4 oder G5 oder G3 handelt, dann ist es eigentlich, ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Feature, was noch dazu, ja, ein Feature, was irgendwie noch fehlt. Hier gibt es weitere Dankeschöns. Ich hoffe, hier kommen noch ein paar Fragen, haben wir technische. Hier fragt Burkhard Schemp, ich weiß nicht, was ist wahrscheinlich der Name von der E-Mail-Adresse. Interessant wäre, wie man Flächen aneinander anschließt, die nicht nur sich zwischen zwei Kanten ausspannen, sondern beispielsweise sich an vier Kanten gleichzeitig orientieren müssen. Das ist richtig, aber da würde man dann folgendermaßen vorgehen. Da würde man dann anfangen, zwei Flächen aufeinander anzupassen und dann die andere anzupassen, beziehungsweise auch mit der Funktion verbinden, Flächen verbinden, arbeiten. Wenn viele Flächen aufeinander kommen und gerade mit der Fillet-Funktion, also mit diesen Flächen verbinden in Rhino, das wissen wir, gibt es Probleme. Und auch in der neuen Version von Rhino, die sozusagen demnächst herauskommt, also in Rhino 6, ist das ein weiterhin bestehendes Problem. Es ist eine interessante Idee. Ich danke auch für den Input. Also vielleicht machen wir auch einfach nochmal ein Webinar genau zu dieser Frage. Also wenn man tatsächlich verschiedene Flächen, also mehr als zwei Flächen miteinander verbinden möchte.
Hier fragt Jens, geht nicht auch Kurve Schnitt aus zwei Sätzen? Ja, klar. Aber das geht natürlich und ich hätte auch die Historie aktivieren können und die Fläche, also die Schnittfläche dabei aktivieren können. Das hätte ich auch machen können. Genau, und hier fragt Joost Fäser, wirkt sich die Wichtung der Kurvenkontrollpunkte auf die Form der Fläche aus? Ah, ich hoffe, dass ich euch das gezeigt hatte, weil ich hatte eigentlich die Wichtung an verschiedener Kontrollpunkte manipuliert und die Form hat sich eigentlich wesentlich verändert. Ja. Was sich nicht verändert hat, ist die Stetigkeit innerhalb der Fläche, dort, wo ich manipuliert habe. Deswegen ist es eigentlich auch ganz interessant, mit dieser Wichtung auch während des Designprozesses zu arbeiten. Gibt es die Rhino-Datei noch als Download? Ich schicke euch die Rhino-Datei. Die habe ich jetzt nicht auf dem, also bei Google Drive hochgeladen, aber ich schicke euch die Datei, wenn ihr die haben möchtet. Hier fragt nochmal David, verändert der Neuaufbau unter anderem die Stetigkeit? Das kommt darauf an, wie ich die Fläche neu aufbaue. Also wenn ich eine Fläche neu aufbaue, werden immer die beiden Parameter abgefragt. Ja? Einmal, wie viele Kontrollpunkte möchte ich haben in die U-Richtung, wie viele Kontrollpunkte möchte ich haben in die V-Richtung, beziehungsweise welchen Grad hat die U-Richtung und welcher Grad hat die V-Richtung der Fläche? Und auch wenn ich den Grad angebe, der wirkt sich natürlich dann auch direkt auf die Kontrollpunkte aus. Ich kann jetzt nicht einen Grad angeben. Ja, also das hängt direkt miteinander zusammen. Und klar ändert sich dann die interne Stetigkeit der Fläche, wenn ich die neu aufbaue und einen neuen Grad eingebe. Also ich sehe jetzt hier keine neuen Fragen. Moment. Also sehr viele Nachrichten, wo sich hier Teilnehmer bedanken. Das freut mich. Hier fragt Stefan, ist CAO 3-Punkt verfügbar? Die Frage, das verstehe ich jetzt nicht. Es wäre gut, wenn du irgendwie das noch ein bisschen näher ausführst. Wir sind jetzt, glaube ich, einfach auch am Ende dieses Webinars angekommen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, falls ihr die Datei haben möchtet, falls ihr mit eigenen Projekten Probleme habt, um die Stetigkeit zwischen, also wo es genau um dieses Thema geht, was wir heute in diesem Webinar abgehandelt haben, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine Adresse ist verena@mcneil.com. Wie gesagt, schon zu Beginn, das Video wird hochgeladen. Ihr könnt euch das dann einfach nochmal in Ruhe anschauen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für eure Teilnahme und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Dann alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss.